Herzlich willkommen auf dem Kanal Zeuserix. Mein Name ist André, ich leite den Bums hier und ich möchte euch bezüglich Star Wars Outlaws hier auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Und so ist dieses Video der Startschuss für eine Reihe von zahlreichen Informationsvideos rund um das Spiel. Wenn Star Wars Outlaws dich halt interessiert und du sagst, da möchte ich auf jeden Fall auf dem Laufenden gehalten werden, da möchte ich up to date bleiben, dann bleib gerne mit einem Abo am Start dabei und dann lass uns nicht lang schnacken, sondern komm direkt zu den Infos. Star Wars Outlaws wird ein Action-Open-World-Spiel, was von Massive Entertainment dann eben entwickelt wird. Massive Entertainment dürfte dem einen oder anderen vielleicht etwas sagen. Es ist das Entwicklerstudio bei Ubisoft, was eben zuletzt für das The Division-Franchise verantwortlich war, aber eben auch für das kürzlich veröffentlichende Spiel, nämlich Avatars Frontiers of Pandora. Die Geschichte von Star Wars Outlaws siedelt sich dabei zwischen Episode 5 und 6 an, also zwischen Das Imperium schlägt zurück und Rückkehr der Jedi-Ritter. Und in Star Wars übernehmen wir diesmal die Rolle einer Taschendiebin, also nicht eine herkömmliche Rolle, wie wir es vielleicht von den EA-Spielen kennen mit A Fallen Order oder im Jedi Survivor, dass wir in die Rolle eines Jedis oder gar eines Sith-Lords schlüpfen, sondern wir schlüpfen in die Rolle von Kay West, das ist eine ganz gewöhnliche Taschendiebin, die aber zusätzlich dann ihre Begleiter eben dabei hat, unter anderem im Nix, das ist ihr kleiner Begleiter, was der alles kann, kommen wir aber später nochmal dazu. In Star Wars Outlaws haben wir dann eben eine Open World, man kann aber schon praktisch von einer Open Universe World oder so auch immer sprechen, denn wir haben hier natürlich die Möglichkeit, verschiedenste Planeten zu bereisen. So werden wir unter anderem in bekannte Orte aus dem Star Wars Universum bereisen können, wie unter anderem in Tatooine oder auch Kijima oder Akiva, aber auch in komplett neue Orte, die von Massive Entertainment in Zusammenarbeit dann eben mit Lucasfilm Spiele dann erstellt worden sind, unter anderem den Mond Toshara, und der wurde wie gesagt von Massive Entertainment von Grund auf an neu erstellt. Also man hat sich da wirklich die Mühe gemacht, einen komplett neuen Planeten in dieses Star Wars Universum hereinzupacken, und das Team konzentrierte sich dabei in zum Beispiel Mirugana, das ist die Hauptstadt von diesem neuen Planeten, ein kompaktes und dichtes Stadterlebnis halt zu schaffen, mit vielen Aktivitäten und mit, ja, statt ein sehr weitläufiges Areal zu kreieren, dann eben das Ganze echt kompakter, um wirklich mehr Abwechslung, mehr Lebendigkeit in diese Spielwelt auch reinzubringen. Und an diesem Punkt haben wir dann wirklich die verschiedensten Geschäfte, Arcade-Spiele. Wir haben Wettbereiche, den Sabak-Tisch, das ist dann eben Sabak-Tisch, das ist dieses Kartenspiel, was auch dann eben im Trailer zu sehen war. Und das ist auch der zentrale Ort, dann immer wieder so der Hauptteil, die einzelnen Hauptstädte, wo dann halt wirklich alles Mögliche anzufinden ist. Da haben wir auch die verschiedensten Verbrechersyndikaten, zu denen wir später gleich auch nochmal kommen. Und jede Stadt hat dabei eine Kantina. Und die Kantina ist eben der Ort, wie wir es eigentlich auch aus dem Star Wars Universum kennen, das kennen vielleicht auch viele, die sich dann für Star Wars interessiert haben. Es ist praktisch so der Hotspot von dem Ganzen, was so stattfindet. Also Diebe und so weiter, alles mögliche, Verbrechersyndikaten, die gehen dort im Hin um ihre Aufträge halt, da sind Schmuggler. Es ist wirklich alles vertreten in der Kantina. Es ist praktisch wie so eine Kneipe für alles Mögliche, wenn man so möchte. Und da bekommen wir dann eben unsere Aufträge, wir bekommen dort Informationen, wir sind praktisch dort auf Jobsuche. Wir haben auch die verschiedensten Möglichkeiten, neue Leute kennenzulernen, vielleicht eventuell neue Begleiter kennenzulernen, all das ist dann halt möglich. Wichtig ist hierbei, dass in Star Wars Outlaws ein sogenanntes Reputationssystem arbeitet. Das ist ähnlich, man arbeitet an seinem Ruf, das kennt vielleicht der ein oder andere, der diesen Kanal schon ein bisschen länger verfolgt, über Red Dead Redemption 2, auch dort gibt es ein ähnliches Rufsystem, und hier ist es halt so aufgebaut, dass wir einen relativ guten Ruf bei den verschiedensten Verbrechersyndikaten aufbauen müssen. Das Ganze reicht dann eben von schrecklich bis ausgezeichnet, und je besser wir natürlich bei einem Verbrechersyndikat denn dastehen, desto besser kommen wir halt damit zurecht, denn ein guter Ruf sorgt unter anderem dafür, dass wir zum Beispiel einen Vorteil nutzen können, der es ermöglicht halt in der offenen Welt, wenn wir in Schwierigkeiten sind und so weiter, Verbündete halt zu Hilfe zu ziehen, weil wir jetzt bei dem Syndikat uns ja praktisch sehr gut präsentiert haben, dann halt sind sie eher gewillt, uns natürlich auch zu helfen, aber wir haben natürlich auch die Möglichkeiten, an besonderen Waren zu kommen, die wir sonst vielleicht nicht bekommen, weil sie jetzt nur bei dem und dem Syndikat erhältlich sind, oder auch die Möglichkeit, innerhalb dieses Syndikats, wo wir denn gerade einen sehr guten Ruf haben, uns in deren Territorium halt besser ja umschauen zu können. Man lässt uns dann eher umgucken und sorgt nicht dafür, dass wir dann einen sehr eingeschränkten Bereich haben, in dem wir uns dann bewegen können. In der Story kann man also grundlegend sagen, wir wollen den größten Raubüberfall, den die Galaxie jemals gesehen hat, ausführen. Und das sorgt halt unweigerlich dafür, dass wir mit den verschiedensten Syndikaten halt in Verbindung immer wieder gebracht werden, beziehungsweise kommen und auf deren Hilfe irgendwo angewiesen sind, um all das natürlich für unsere Zwecke halt durchzuführen. Die Syndikate, die bisher bestätigt sind, sind eben dabei das Zerek Besh. Das ist auch mit das größte oder die Elite der Unterwelt praktisch, die dann geführt wird.
wird von Sliro, das ist der Anführer dieses Syndikats. Dann haben wir immer noch das Pike-Syndikat, das kennt vielleicht der andere, ich glaube im Mandalorian war das ebenfalls. Dann haben wir einmal das Hutt-Kartell, Crimson Dawn und immer einmal den Ashiga-Clan. Der Ashiga-Clan ist dabei im ein Syndikat, was von Massive Entertainment in Zusammenarbeit mit Lucasfilm halt komplett neu gegründet wurde, also extra für dieses Spiel. Wir haben im Spiel dann die verschiedensten Möglichkeiten, halt auch Auswahlmöglichkeiten, wie diese Geschichte halt weiter fortgesetzt wird, je nachdem, wie und was wir uns mit welchem Kartell anlegen, wie wir uns mit den verschiedensten Syndikaten denn da halt gut tun oder eben nicht gut tun. Und das sorgt halt unweigerlich dafür, dass die Handlung halt jeweils in andere Richtung immer wieder geht. Inwieweit sich das ganze Spiel auswirkt, lässt sich dann halt ja natürlich so einfach nicht sagen. Aber der Ruf bei den jeweiligen Syndikaten ist natürlich eben wichtig. Wie gesagt, in der Story wollen wir halt den größten Raubüberfall überhaupt durchführen. Dabei haben wir aber auch Unterstützung von unserem kleinen Kreaturenbegleiter, nämlich Nix. Nix ist dabei das kleine, süße Ding, und was eben halt uns dabei hilft, im Spiel halt voranzukommen. Unter anderem sorgt es halt dafür, dass es Wachen ablenken kann. Es kann aber auch dafür sorgen, dass wir die Möglichkeit halt haben, Wachen besser auszuschalten. Es kann sich heimlich fortbewegen. Es kann uns Gegenstände besorgen, halt, die es dann halt ja, in den Möglichkeiten halt liegt und realistisch sind, uns dann halt zu geben oder uns halt, ja, durch kleine Luken gehen und so weiter, halt das Voranschreiten im Spiel so ein bisschen zu vereinfachen. Durch die Tarnung kann man dann eben verhindern, dass der Ruf leidet. Das bedeutet also, wir haben auch die Möglichkeit, unseren Ruf, wenn wir uns jetzt bei den verschiedensten Syndikaten halt einen Ruf aufgebaut haben und sagen jetzt zum Beispiel, das Syndikat Crimson Dawn sagte zum Beispiel, hat Probleme mit dem Ashiga-Clan, wir wollen uns aber ja mit beiden Syndikaten halt gutstellen, müssen wir also ja unweigerlich beide Aufträge ausführen. Natürlich ist jetzt hier die Möglichkeit, halt sehr getarnt zu bleiben, damit uns halt bei dem einen Syndikat halt nichts passiert, und da haben wir halt die Möglichkeit, noch komplett unentdeckt an Orte halt heranzugehen und gleich wieder zu verschwinden, ohne dass wir dort halt gesehen werden. Wären wir dann halt gesehen, würde dementsprechend halt unseren Ruf bei dem jeweiligen Syndikat halt wieder, ja, zum Scheitern verurteilt sein. Wir haben dabei eben die Möglichkeit, Überwachungskameras, Alarmsysteme und ähnliches auszuschalten. Das kennen wir aber auch aus dem Ubisoft-Franchise-Reihe, nämlich Watch Dogs. Auch da ist es hier möglich, Alarmsysteme und so weiter halt auszuschalten. Also man merkt, es ist so ein kleines Zusammenspiel, vielleicht von mehreren Ubisoft-Formeln aus den diversen Ubisoft-Spielen, die hier halt zum Tragen kommen. Dann haben wir einmal unseren Speeder. Der Speeder kann, wie bei Assassin's Creed, mit den Reittieren jederzeit herbeigerufen werden und fühlt sich nach ersten Meinungen von den Entwicklern, wollte ich schon sagen, von den Magazinen, die die Möglichkeit hatten, dieses Spiel halt zu spielen, exzellent und reibungslos an, und man kann da wohl sehr gut mit herumfahren. Die Syndikate habe ich euch, wie gesagt, in Tatooine ist zum Beispiel Jabba the Hutt. Wir haben aber auch Han Solo gesehen in Carbonit. Auch da stand ja dann Kay West halt vor. Und man muss halt sagen, ich glaube, das Ganze ist sehr vergleichbar, weil ich habe mir ein Interview mir halt angeguckt, und das Ganze ist halt Solo, A Star Wars Story, oder auch im Rogue One, dienten so ein bisschen als Inspiration für eben genau dieses Spiel. Und da musste man auch wohl schmunzeln im Interview, als es darum halt geht, dass gewisse Vergleiche eben auch zu Solo, A Star Wars Story gezogen werden kann, gerade was Sliro betrifft, aber auch andere Charaktere, die in diesem Spiel auftauchen, kommen aber in einem separaten Video zu, die ebenfalls auch in Solo, A Star Wars Story sind. Die ganzen Star Wars Filme könnt ihr euch ja dann problemlos auf Disney Plus halt anschauen. Wie gesagt, das Spiel erscheint am 30. August. Es gibt da verschiedene Editionen. Wir haben eine Gold-Edition, eine Ultimate Edition und eben die normale Standard-Editionen. Ich habe euch das Ganze eben eingeblendet. Die Preise variieren halt eben. Bei der Gold-Edition ist, wie gesagt, dann der Season Pass dabei. Und man hat die Möglichkeit, dieses Spiel 3 Tage vorher zu spielen. Ich sag immer dazu, die beste Möglichkeit ist natürlich, um dieses Spiel zu spielen, wenn man sagt, okay, man ist preislich jetzt nicht so sehr gut aufgestellt, kann man natürlich über Ubisoft Plus machen. Das ist die einfachste Möglichkeit. Man muss aber, wie gesagt, da dann sagen, wer jetzt Ubisoft Plus ausprobiert einen Monat, sagt, dieses Spiel gefällt mir. Wahrscheinlich wird es dabei dann noch nicht so weit heruntergesetzt sein. Da würde man am Ende natürlich mehr bezahlen, wenn man jetzt sagt, okay, ich mache jetzt Ubisoft Plus, möchte das Ganze jetzt anspielen, ob überhaupt, ob das was für mich ist oder eben nicht. Und holt sich das dann später im Sale, weil zwei, drei Monate später ist dann ja auch Black Friday und Ubisoft-Spiele werden da dann auch deutlich günstiger. Also dementsprechend kann man sich da natürlich das Ganze dann auch nochmals zu einem besseren Preis holen. Ihr merkt also, allgemein gibt es über Star Wars Outlaws halt sehr viel zu erzählen. Es würde aber meiner Meinung nach den Rahmen sprengen, wenn wir jetzt hier alles in dieses
Video reinpacken. Die grundlegenden Informationen zum Spiel habt ihr jetzt. Und in fortlaufenden Videos werden wir halt immer weiter jetzt darauf eingehen, was uns im Star Wars Spiel denn halt erwartet. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Reise bis zum Release, bis wir dann endlich ja, loslegen können. Würde mich wirklich freuen, wenn ihr dann dabei seid. In diesem Sinne sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal für weitere Star Wars News. Und macht's gut. Bis dahin, euer Zeus.